Und ich erzähle euch jetzt mal Dinge, die man nicht so unbedingt erfährt, die auch, glaube ich, noch in den Nachrichten nicht wirklich durchgedrungen sind. Der Corona-Hotspot in Europa ist hier, in diesem Parlament. Nirgendwo haben wir höhere Fallzahlen. Nirgendwo ist es mehr eingeschlagen als in diesem Parlament. Letzte Woche hatten wir, glaube ich, 47 Fälle. Mehrere Mitarbeiter und Abgeordnete sind wohl auch im Krankenhaus. Und das hat natürlich Konsequenzen. Wir werden wieder nach Hause geschickt. Also 80% meiner Mitarbeiter sind im Homeoffice wieder. Wir haben nächste Woche Plenum. Und dieses Plenum wird komplett digital geschehen. Also nur per Videokonferenzen wird sich hier niemand treffen. Das Plenum bleibt geschlossen. Ich glaube, gehört habt ihr davon noch nichts. Interessiert ja auch keinen so wirklich, was wir hier so treiben. Aber ein Ding ist das schon. Denn es zeigt, welche Wertigkeit dieses Parlament hat. Also in dieser großen Krise schafft es jedes nationale Parlament, arbeitsfähig zu sein. Dieses Parlament schafft es nicht. Denn digital zu arbeiten, ist zwar theoretisch eine gute Sache, nur praktisch hier fast unmöglich. WLAN-Verbindungen brechen ständig ab. Man hat entweder keinen Ton oder kein Bild. Oder die Verdolmetschung funktioniert gerade nicht. Also es ist unglaublich schwierig, hier vernünftig zu arbeiten. Aber ich glaube, teilweise legt man auch keinen besonderen großen Wert darauf, dass wir hier vernünftig arbeiten. Dass wir hier mal so ein bisschen transparent machen, was hier eigentlich wirklich beschlossen wird. Also beim ersten Lockdown Mitte März wurden wir komplett nach Hause geschickt, fast für 3 Monate. Seitdem sind wir nur zusammengekommen, um die Wohltaten der Kommission zu beschließen. Und was wurde in dieser Zeit alles beschlossen? Die Dekarbonisierung, höhere Klimaziele, jetzt sogar noch höhere Klimaziele, 60% sollen jetzt sogar sein. Was bedeutet, dass unsere Stahlindustrie faktisch tot ist? Der Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren, was bedeutet, dass unsere Automobilindustrie faktisch tot ist? Dann dürfen wir jetzt endlich europäische Schulden gemacht werden, Gott sei Dank. Das ist zwar gegen alle Verträge und gegen gültiges Recht, aber wir hauen jetzt Billionen hier raus. Wir vereinheitlichen noch vieles. Wir reden jetzt über den europäischen Mindestlohn, europäisches Arbeitslosengeld, eine europäische Arbeitsagentur. All das wurde in den letzten Monaten, in denen wir eigentlich im Lockdown waren, auf den Weg gebracht, ohne dass es groß draußen diskutiert wurde. Und das ist ein Riesenskandal. Ja, für mich bedeutet das und für mein Team, wir haben wieder viel Zeit. Geil. Beim letzten Lockdown haben wir ein Buch geschrieben, Obdachlosigkeit. Das läuft sehr gut, was mich total freut. Und wir haben uns jetzt spontan gedacht, wir machen aus der Not wieder eine Tugend und machen das nächste Buch. Diesmal wird es um Armut gehen, Armut in Deutschland. Und es wird sehr breit. Und das Thema wird sehr in die Tiefe gehen. Und wir werden nochmal deutlich machen, wie arm wir wirklich sind und wie viel Elend und wie viele echte Probleme es in unserem Land gibt. Und dann noch eine persönliche Anmerkung. Ich habe gestern eine kleine Rede in meinem Ausschuss gehalten, im Sozialausschuss, zum ESSR, den Europäischen Säulen sozialer Rechte. Und ein Kommentar hat mich tatsächlich mal geärgert. Da hat sich auf Facebook jemand darüber beschwert, wie ich so rumlaufe. Also Kontext, ich laufe rum wie ein Penner und wäre eine Schande, denn ich repräsentiere hier Deutschland. Nee, ich repräsentiere hier nicht Deutschland, denn das ist kein Parlament. Das Ganze ist hier ein Theater. Und ich bin kein Schauspieler und ich habe keine Lust, hier mitzuspielen. Ich bin Arbeiter. Und da bin ich stolz drauf und ich vertrete die Arbeiter und die kleinen Leute. Und die laufen halt meistens so rum, wie ich so rumlaufe. Und ich bin die letzten 50 Jahre so rumgelaufen und ich werde auch weiter so rumlaufen, weil es echt ist und Teil meiner Identität ist. Und ich lasse mich hier nicht verbiegen und ich werde mich an keinerlei Schauspielerei in diesem herrlichen Theater beteiligen. Danke und Glück auf!